Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die 5. Klasse. Mein Name ist Lea Lesser Dorenz und ich werde heute eure Deutschlehrerin sein. Dakle, moje ime je Lea Lesser Dorenz i danas ću biti vaša učiteljica njemačkog jezika. Das Thema für heute, naša današnja tema, mein Lieblingstier, odnosno moja omiljena životinja. Was werden wir heute alles können, što ćemo sve danas na kraju sata moći? Also, Tiere nennen, imenovati životinje, einem Video Informationen entnehmen, izvući iz videa informacije, einen Text verstehen können, razumjeti Text, einen Text schreiben können, znači moći napisati Text, und kurze Informationen über Tiere verstehen, dakle razumjeti kratke informacije o životinjama. Dakle, za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće. Bilježnica, olovka jer ćete nešto zapisati. Slušalice, internet jer ćete pogledati video sadržaj i rješavati digitalne zadatke. Važno je isto tako napomenuti da ovu video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti ako želite riješiti neki zadatak, pogledati video ili pročitati tekst, te naravno zatim ponovo pokrenuti. Also fangen wir mal an, dakle da započnemo. Welche Tiere erkennt ihr hier? Koje životinje ovdje prepoznajete? Überlegt ein bisschen, malo razmislite und schreibt die Tiere ins Heft auf i zapišite, dakle životinje u vaše bilježnice. Die Videolektion könnt ihr dabei natürlich pausieren. Dakle, videolekciju pritom naravno da pauzirajte kako bi stigli lijepo sve zapisati. Ok, fertig? Super. Also, wer ist da auf dem ersten Platz? Tko nam je to na prvom mjestu? Genau, der Hund. Dakle, imamo psa. Wer ist da auf dem zweiten Platz? Ja, super, das ist die Katze. Imamo mačku. Wer ist dann weiter? Ja, das ist der Fisch. Imamo ribu. Weiter kommt der Hamster. Tako je. Dakle, imamo hrčka. Super. Und auf der letzten Stelle, na posljednjem mjestu, ja, das ist die Kuh. Tako je, na posljednjem mjestu imamo kravu. Also, jetzt überlegen wir ein bisschen weiter. Welche Haustiere und welche wilden Tiere kennt ihr? Dakle, razmišljamo dalje, koje to domaće životinje, odnosno kućne ljubimce, odnosno divlje životinje poznajemo. Ihr werdet jetzt diese Tiere in eure Hefte aufschreiben. Te životinje ćete zapisati u vaše bilježnice, also überlegte ein bisschen, dakle razmislite, pa onda zapišite, dakle, domaće životinje, odnosno kućne ljubimce, životinje koje žive, dakle, na imanju i divlje životinje. Und fertig. Ich bin sicher, ihr habt sehr viele Tiere aufgeschrieben. Sigurna sam da ste zapisali puno životinja u vaše bilježnice. So, jetzt machen wir das auch zusammen, sada ćemo i zajednički pogledati. Wir beginnen mit den Haustieren, počinjemo dakle sa kućnim ljubimcima. Und auf dem ersten Platz der Hund, dakle na prvom mjestu nam je naravno pas, čovjekov najbolji prijatelj. A sad jedan aufgeschrieben. Die Katze, odnosno mačka. Dann weiter der Fisch, dakle imamo i ribu kao kućnog ljubimca. Natürlich, der Vogel ist auch da, naravno tu nam je i ptica. Und auch die Schildkröte, tako je, imamo i kornjaču. Und natürlich der Hamster, odnosno hrčak. Welche Tiere leben auf dem Bauernhof? Was habt ihr aufgeschrieben? Koje nam to životinje žive na seoskom imanju. Što ste zapisali? Auf dem ersten Platz ist schon das Schwein. Tako je. Super. Dann weiter. Bravo, die
Kuh kommt weiter. Krava. Und schon ist das Huhn da. I već nam je kokoš ovdje. Und auch die Ente. I naravno patka. Und die Ziege. I koza. Alle diese Tiere leben auf dem Bauernhof. Und jetzt die wilden Tiere. Auf dem ersten Platz steht schon der Bär. Dakle, na prvom mjestu nam evo medvjeda. Dann kommt der König der Tiere, Kralj životinja, der Löwe. Dann der Tiger, tako je, Tiger. Und der Elefant, i slon. Und am Ende das Krokodil. Also, jetzt haben wir vor uns, imamo ispred sebe. Dakle, domaće životinje su kućne ljubimce, životinje koje žive, dakle, na imanju. I divlje životinje. Und jetzt die Frage, welches Tier ist das? I sada ispred nas pitanje, koja je to životinja? Es werden wir verschiedene Tiere mit der Hilfe von einem kurzen Film erkennen müssen. Sada ćemo s pomoć jednog kratkog filma trebati prepoznati različite životinje. Also der Film ist auf dem Link, filmić je na linku bit.ly/. Welches minus tier minus ist minus das, kojeg kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod, će vam također odvesti do filmića. Budite pažljivi, seid vorsichtig, dakle budite pažljivi, jer unutar filma se nalaze pitanja i trebate pritom kliknuti na ispravni odgovor. Das, was noch wichtig ist, to što je još važno, die Videolektion könnt ihr pausieren, videolekciju možete pauzirati, kako bi se dakle mogli odgledati filmić i odgledati i odgovoriti na pitanja. Ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt. Nadam se da ste se zabavili prilikom gledanja filmića i prepoznavanja životinja. Und jetzt spielen wir weiter, sada ćemo se dalje igrati. Und das Spiel ist auf dem Link, igrica nam je na linku bit.ly/der, die, das, 5, kojeg kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod koji će vas dakle odvesti do igrice koja se dalje bavi životinjama. Ihr könnt Videolektion natürlich jetzt pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi se mogli poigrati. Jetzt sind einige Rätsel vor uns. Dakle, sada su ispred nas neke zagonetke. Welches Tier ist das? Odnosno, koja je to životinja? Wir haben auf der einen Seite die Beschreibungen. Dakle, s jedne strane imamo opise und auf der anderen haben wir die Tiere. Auf der anderen Seite haben wir Životinje. Wir müssen die Beschreibung mit dem Tier verbinden. Moramo povezati, dakle, opis sa životinjom. Überlegt ein bisschen, malo razmislite. Die Videolektion könnt ihr natürlich pausieren. Dakle, videolekciju prilikom razmišljanja, prilikom spajanja opisa sa životinjom možete pauzirati. Und? Fertig? Okay, dann machen wir das jetzt zusammen, eine Mosaiknische sada to napraviti. Er ist groß oder klein? Er ist unser bester Freund. Wer ist das? Genau, das ist der Hund. Sie ist klein und bunt. Sie gibt uns Eier. Und das ist? Genau, das Huhn. Sie kann klein oder groß sein. Sie ist grün und sehr langsam. Das ist, ja, die Schildkröte. Er lebt im Wald und ist sehr groß und braun. Das ist, genau, der Bär. Das ist ein wildes Tier. Er ist der König. Wer ist das? Genau, das ist der Löwe. Und er kann verschiedene Farben haben. Er lebt im Wasser. Und das ist der Fisch. Bravo, super. Jetzt schauen wir uns ein Video an und gledat ćemo si jedan video. Und die Hauptrolle in diesem Video spielt die kleine Sara. Dakle, glavnu ulogu u tom videu nam igra Sara.
Das Video ist auf dem Link bit.ly/mein-lieblingstier. Kojeg dakle kopirate u Google tražilicu, te će vas naravno odvesti do videa. Ili sa skenerima na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod, te će vas također odvesti do videa. Im Video kommen einige Fragen vor. U videu će se dakle pojaviti neka pitanja. Diese Fragen haben wir auch jetzt vor uns. Dakle, ta pitanja imamo i sada tu ispred nas. Wie alt ist Sara? Koliko Sara ima godina? Was sind ihre Lieblingstiere? Dakle, koje su njezine omiljene životinje. Wie sind die Affen? Dakle, kakvi su majmuni? Was bedeutet dieser Gesichtsausdruck? Što znači ovaj izraz lica? Noch etwas ist wichtig. Die Videolektion könnt ihr natürlich jetzt pausieren. Dakle, videolekciju sada možete pauzirati kako bi mogli dakle, odgledati video o Sari te pritom odgovoriti na pitanja. Und hier sind die Antworten auf die gestellten Fragen. Dakle, evo nam odgovora na postavljena pitanja vezano za kratki video koji ste odgledali. Also, die erste Frage war, prvo pitanje je bilo, wie alt ist Sara? Was habt ihr geantwortet? Što ste odgovorili? Aha, Sara ist 7 Jahre alt. Die zweite Frage, was sind ihre Lieblingstiere? Dakle, koje su to njezine omiljene životinje? Also ihre Lieblingstiere sind Äffchen, dann Gorillas, genau, und Schimpansen. Super. Wie sind die Affen, war die Frage Nummer 3. Die Affen sind, genau, witzig. Witzig sind die. Was bedeutet dieser Gesichtsausdruck? Dakle, što znači ovaj izraz lica? Das heißt, mir geht es gut. Jetzt stelle ich euch eine Frage und die Frage lautet, wie können Tiere sein, odnosno kakve mogu biti životinje? Überlegt ein bisschen, malo razmislite und schreibt die Wörter, also wie können die Tiere sein, ins Heft auf. Dakle, zapišite dakle, u vaše bilježnice. Die Videolektion könnt ihr pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi mogli dakle, zapisati u bilježnice kakve sve to mogu biti životinje. Und fertig. Also jetzt kommt eine kleine Hilfe. Jetzt versuchen wir es zusammen. Sada ćemo pokušati zajedno. Zum Beispiel, die Tiere können gefährlich sein. Znači, životinje mogu biti kakve. Opasne, tako je, mogu biti opasne. Dann weiter, die Tiere können witzig sein, dakle mogu biti šaljive. To smo vidjeli kod kratkog videa o Sari i njezinim omiljenim životinjama. Die Tiere können auch launisch sein, launisch, dakle mogu biti onako promjenjiva raspoloženja. Weiter, die können auch spielerisch sein, mogu biti zaigrane. Tako je, zaigrane. Weiter, die können schlau sein, schlau, lukave mogu biti životinje. Und die können auch intelligent sein, i naravno mogu biti i inteligentne. Und die können auch sehr laut sein, znamo da životinje ponekad mogu biti jako glasne. Jetzt üben wir, sada ćemo uvježbati. Wir haben gesagt, rekli smo, wie können die Tiere sein, dakle, rekli smo kakve to sve životinje mogu biti, gefährlich, launisch, witzig. Und hier ist der Link für diese Übung, i ovdje je link za vježbu, bit.ly/wie-ist-ein-tier, koje kopirate u Google tražilicu. Ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod koji će vas odvesti dakle, do te vježbice. A das was wichtig ist, die Videolektion könnt ihr pausieren, dakle videolekciju možete pauzirati, dakle kako bi uvježbali kakve sve to mogu biti životinje. Jetzt haben wir drei Kinder vor uns, zwei Mädchen und einen Jungen. Imamo troje djece ispred sebe, dvije cure i dečka. Was sagen die Kinder? Das
Erste Mädchen sagt, mein Lieblingstier ist die Katze. Što je to ona rekla? Tako je, moja omiljena životinja je, evo nam, mačke. Das zweite Mädchen sagt, mein Lieblingstier ist der Vogel. Znači, moja omiljena životinja je, bravo, ptica. Und schon kommt der Vogel. Und der Junge sagt, mein Lieblingstier ist der Hund. Odnosno, moja omiljena životinja je pas. Und schon kommt der Hund. Und jetzt seid ihr dran. Und die Frage ist, was ist dein Lieblingstier? Odnosno, koja je tvoja omiljena životinja? Die Antwort auf diese Frage schreibt ihr ins Heft auf. Dakle, odgovor na pitanje ćete zapisati u bilježnice. Hier ist natürlich eine kleine Hilfe. Mein Lieblingstier ist der, die oder das. Zum Beispiel, mein Lieblingstier ist der Hund. Dakle, ono što bi ja zapisala u bilježnicu, dakle, moja omiljena životinja je pas. Und jetzt seid ihr dran, sada ste vi na redu. Die Videolektion könnt ihr pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi zapisali u bilježnice odgovor na pitanje Was ist dein Lieblingstier? So, jetzt ist vor uns der Alex. Dakle, ispred nas je Alex. Wisst ihr noch, was sein Lieblingstier ist? Jeste zapamtili koja je ono njegova omiljena životinja? Ja, genau, das ist der Hund. Und was sagt uns Alex? Što nam on kaže? Hallo, ich bin Alex und ich erzähle euch, warum der Hund mein Lieblingstier ist. Also mal sehen. Hunde sind sehr lieb, deshalb sagt man, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist. Die Hunde sind immer für uns Menschen da. Sie können groß oder klein sein, sie haben ein schönes Fell. Die Hunde sind spielerisch, schnell und intelligent. Sie essen gern Fleisch und trinken gern Wasser. Ich habe einen Hund zu Hause. Er heißt Max und ist 2 Jahre alt. Ich füttere ihn 3-mal am Tag. Sein Lieblingsessen sind Würstchen. Ich gehe mit ihm jeden Tag spazieren. Am liebsten spielt er mit dem Ball. Dakle, evo Alex nam je ispričao da su psi jako dragi, da se zbog toga kaže da je pas najbolji čovjekov prijatelj, da su psi uvijek za nas tu, da mogu biti mali i veliki, da imaju lijepo krzno, da su zaigrani, brzi, inteligentni, da vole jesti meso i piju rado vodu. Naravno da je rekao da ima psa kod kuće koji se zove Max i star je 2 godine, da ga hrani 3 puta na dan, njegovo omiljeno jelo su hrenovke, da svaki dan ide s njim šetati, te da se najradije igra s loptom. Was ist richtig und was falsch? Dakle, što je ispravno, odnosno pogrešno? Hier ist der Text, dakle, evo teksta koji nam je Alex ispričao o psima i o svom psu. Die Sätze sind, Alex mag Hunde nicht, dakle, Alex ne voli pse. Hunde mögen Kinder und Menschen sehr, psi vole djecu i ljude. Diese Tiere sind groß oder klein, sehr langsam und intelligent. Životinje su male ili velike, vrlo spore i inteligentne. Max hatte einen 2-jährigen Hund, Max ima 2-godišnjeg psa. Sein Hund isst gern Fleisch, njegov pas voli jesti meso. Max geht am liebsten spazieren, dakle Max najradije ide šetati. So überlegt ein bisschen, sind die Sätze richtig oder falsch? Razmislite malo, da li su rečenice ispravne ili pogrešne. Die Videolektion könnt ihr dabei natürlich pausieren, dakle videolekciju možete pritom naravno pauzirati kako bi mogli napraviti ovaj zadatak. Also die Sätze sind wieder vor uns, also richtig oder falsch, eine kleine Hilfe, evo male pomoći pa da zajednički provjerimo kako ste odgovorili. Alex mag Hunde nicht, dakle Alex ne voli pse, das war, genau, das war falsch. Okay. Hunde mögen Kinder und Menschen sehr, dakle psi vole djecu i ljude, psi vole jako djecu i ljude, da budemo točni. Ist das richtig oder falsch? Ja, genau, das ist richtig. Diese Tiere sind groß oder klein, sehr langsam und intelligent. Also, die životinje male ili velike, spore i inteligentne. Das war genau, das war falsch. Alex hat einen 2-jährigen Hund.
Also Alex ima zweijährigen Psa und das ist genau, das ist richtig. Sein Hund isst gern Fleisch. Njegov pas voli jesti meso und das ist genau, das ist falsch. Und der letzte Satz, Max geht am liebsten spazieren, dakle Max voli šetati und das war auch falsch, genau. So, jetzt sehen die Tiere und ihre Körperteile vor uns. Sada su ispred nas životinje i njihovi dijelovi tijela. Wir suchen ein bisschen im Internet, tražit ćemo malo po internetu. Und dabei hilft uns der Link i pritom nam pomaže link bit.ly/crodict kojeg kopirate u Google tražilicu, te će vas odvesti do online rječnika ili skenerima na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod, te će vas također odvesti do online rječnika. Alle Körperteile, sve dijelove tijela, die ihr findet, koje ćete pronaći, schreibt bitte ins Heft auf, zapišite, dakle, u bilježnicu. Dabei pausiert bitte die Videolektion, pritom pauzirajte videolekciju kako bi lijepo mogli zapisati. Und fertig. So, jetzt kommt eine kleine Hilfe, evo male pomoći, wir machen das jetzt zusammen. Ajmo zajednički napraviti i vidjeti koje dijelove tijela nam imaju životinje. Und hier auf dem ersten Platz ist der beste Freund von uns Menschen, najbolji prijatelj nas ljudi, der Hund. Und wir können beginnen zum Beispiel das erste Wort, das Maul. Dakle, das Maul, odnosno usta. Was ist im Maul? Die Zunge, tako je, jezik. Dann weiter, zum Beispiel die Pfoten. Die Pfoten su nam šape. Und schon sind da die Beine, dakle noge. Und dann der Schwanz, odnosno rep. Dann kommen weiter die Schildkröte, evo nam kornjače. Und was hat sie? Ja, was ist das? Das ist der Schild, odnosno oklop. Und der König der Tiere ist auch da. Und er hat, ja, was ist das? Die Mähne, dakle griva. Und der Löwe hat auch das Fell. Dakle, das ist das Fell, dakle krzno. Und der Fisch, was hat der Fisch? Ja, der Fisch hat die Schuppen. Und schon ist der Elefant da. Evo nam slona. Und was hat er? Was ist das? Das ist der Rüssel. Super. Und da ist auch der Vogel. Was hat ein Vogel? Što nam to ptica ima? Ja, ein Vogel hat die Federn, dakle ptica, nam ima perje. Und schon sind wir beim Essen. Was essen die Tiere? Što to jedu životinje? Überlegt ein bisschen und dann verbindet das Bild mit dem Wort, malo razmislite i povežite sliku sa riječi. Video lekcijom könnt ihr natürlich pausieren. Video lekciju možete naravno na kratko pauzirati. Und? Das erste Bild, prva slika, was ist das? Was essen die Tiere? Ja, die Tiere essen das Fleisch, tako je. Dann weiter, was essen die Tiere noch? Was ist das? Das ist die Milch. Wer mag Milch sehr? Tko ono voli jako mlijeko? Die Katzen, tako je, mačke. Dann weiter, die Würmer, dakle, male crviće nam jedu ove tičice ili recimo kokoši, ovdje konkretno su dva pilića. Dann weiter, die Samen, sjemenke. Sjemenke nam isto tako jedu tičice. Und, was ist geblieben? Genau, das Dosenfutter, odnosno hrana iz limenke, koju recimo, na primjer, mogu jesti psi. Die Frage ist jetzt, wie benehmen sich die Tiere, odnosno kako se životinje ponašaju. Die Bilder helfen uns jetzt. Was stellen die Bilder dar?
dakle što to one predstavljaju. Versucht zu raten, pokušajte pogoditi. Video lekciju možete pauzirati kako bi dakle zapisali u bilježnice wie benehmen sich die Tiere, odnosno kako se to ponašaju životinje. Und geschafft. Super, also jetzt machen wir es zusammen. Sad ćemo zajednički ovo napraviti. Was stellt das erste Bild da? Što nam to predstavlja prva sličica? Ja, schlafen, genau. Dakle, spavanje. Dann weiter das zweite Bild mit dem Pferd, dakle sličica sa konjem. Was stellt das Bild da? Ja, genau, springen. Das dritte Bild und der Fisch. Schwimmen, genau. Dann haben wir hier einen Bären, da klemmen wir Medvjeda und ja, klettern, odnosno penjanje. Was macht ein Vogel? Što nam predstavlja ova sličica? Genau, singen. Und der Hund? Was macht er? Ja, so bellen haben wir, lajanje. Und dann am Ende, was macht noch zum Beispiel ein Hund? Oder das kann auch ein Pferd machen. Ja, rennen, odnosno trčati. Also wie können wir ein Tier beschreiben? Wie kann man ein Tier beschreiben? Kako se dakle može opisati životinja? Wir haben Fragen und natürlich die mögliche Antwort, mogući odgovor. Also die erste Frage ist, was ist dein Lieblingstier? Koja je tvoja omiljena životinja? Die Antwort beginnt mit mein Lieblingstier ist, dakle, odgovor nam započinje sa moja omiljena životinja je. Dann weiter, wie ist das Tier, odnosno kakva je životinja? Der Hund, die Katze, oder zum Beispiel das Pferd ist lieb, spielerisch, launisch, intelligent, groß, klein. Das haben wir geübt. Was essen und trinken diese Tiere? Dakle, što jedu, odnosno piju životinje? Der Hund, die Katze, oder das Pferd? Vorsichtig, isst gern Fleisch oder Dosenfutter und trinkt gern Wasser oder Milch. Hast du ein Tier zu Hause? Da li imaš kod kuće životinju? Ich habe einen Hund, blau geschrieben, eine Katze, rot geschrieben, ein Pferd, grün geschrieben. Dakle, das war die Antwort auf die vierte Frage. Die Nummer 5, wie alt ist dein Tier, odnosno koliko tvoja životinja ima godina? Er, sie oder es natürlich, ist ein Jahr alt oder zwei Jahre oder drei Jahre. Wie oft fütterst du dein Haustier, odnosno koliko često hraniš svoju životinju? Ich füttere vorsichtig, dann blau ist ihn, rot ist sie, es ist grün. Dreimal, viermal, fünfmal am Tag. Was ist sein oder ihr Lieblingsessen? Dakle, što je omiljeno, njegovo omiljeno jelo? Sein oder ihr Lieblingsessen ist, dakle, ono mogući početak odgovora, njegovo, njezino omiljeno jelo je. Und was machst du mit deinem Tier? Eine ganz wichtige Frage, dakle, što radiš sa svojom životinjom? Ich gehe mit ihm oder mit ihr spazieren, dakle, idemo šetnju, ich spiele Ball mit ihm oder ihr. Jetzt recherchieren wir ein bisschen und das Thema, unser Thema ist Löwen. Dakle, sada ćemo malo istraživati, a tema su nam lavovi. Alle Infos findet ihr auf dem Link bit.ly/tiere-steckbrief. Sve dakle informacije ćete pronaći na navedenom linku kojeg kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod koji će vas također odvesti do stranice na internetu na kojem ćete pronaći sve potrebne informacije.
Wir schreiben einen Steckbrief zum Thema Löwen. Treba napisati Steckbrief, dakle kratko pismo u natuknicama o lavovima. Und die Fragen sind, a pitanja su: Was ist der Löwe? Što je lav? Wo leben die Löwen? Gdje tu žive lavovi? Wie viel wiegen die Löwen? Koliko su lavovi teški? Wie lang werden sie? Koliko su dugački? Wie alt werden die Löwen? Odnosno, koliko lavovi mogu imati godina? Und wie ist ihr Fell? Odnosno, kako je njihovo krzno? Dakle, na navedenom linku ćete pronaći sve odgovore na ova postavljena pitanja, a u bilježnice ćete onda zapisati naravno odgovore te napraviti na taj način ein Steckbrief. Das, was wichtig ist, die Videolektion könnt ihr natürlich pausieren, dakle videolekciju možete naravno pauzirati kako bi mogli pronaći odgovore na pitanja te u bilježnice napisati Steckbrief. Ich habe dir auf die Fragen geantwortet. Kako ste odgovorili na pitanja? Hier kommt eine kleine Hilfe, dakle evo male pomoći. Und die erste Frage, hier kommt schon die Antwort. Der Löwe ist die größte Katze der Erde. Dakle, lav je najveća mačka na zemlji. Dann die Antwort auf die zweite Frage. Wo leben sie? Sie leben in Afrika, dakle žive u Africi. Die Frage Nummer 3. Wie viel wiegen die Löwen? Odnosno, koliko su nam lavovi teški? Sie wiegen zwischen 120 und 150 Kilogramm. Dann die Frage Nummer 4. Wie lang werden die Löwen? Sie werden bis zu 180 cm lang. Dakle, dugački su čak 180 cm. Wie alt werden die Löwen? Sie werden 14 bis 20 Jahre alt. Dakle, lavovi su stari između, dožive starost između 14 i 20 godina. Und Nummer 6. Die Antwort ist, das Fell ist braun oder dunkelbraun. Znači, odgovor na pitanje kako oni krzno imaju. Dakle, imaju smeđe ili tamno smeđe krzno. Also schon sind wir bei der Hausaufgabe, je ono skod domaće zadeće. Als erstes kao prvo beschreibe dein Lieblingstier, odnosno opiši svoju omiljenu životinju. Diese Fragen helfen dir, das haben wir heute schon gemacht, evo nam pitanja i odgovora koji će vam pritom pomoći. Dann Nummer 2. Wähle ein Tier aus und such nach interessanten Informationen. Izaberite jednu životinju te tražite, potražite na internetu interesantne informacije o toj životinji. Präsentiere das Tier deiner Lehrerin oder deinem Lehrer natürlich. Und alle wichtigen Infos, die dir helfen, findest du auf dem folgenden Link. Naći ćeš na sljedećem linku bit.ly/tire-steckbrief1 koje kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod koji će vas također odvesti na internet stranicu koja će vam dakle pomoći kod traženja interesantnih informacija kako bi mogli životinju prezentirati učitelju odnosno učiteljici. Und am Ende können wir uns bewerten, na kraju se možemo ocijeniti mit einem Smiley, dakle sa smajlijem, mit einem ernstem Gesicht, sa ozbiljnim smajlićem und mit einem traurigen Gesicht, sa jednim tužnićem. Ich bin sicher, dass wir alle so Smileys haben werden, sigurno sam da ćemo svi imati smajliće. Also ich kann Tiere nennen, mogu imenovati životinje, ich kann ein Video verstehen, mogu razumjeti video, ich kann einen Text verstehen, mogu dakle razumjeti tekst, ich kann einen Text schreiben, mogu napisati tekst. Ich kann kurze Informationen über Tiere verstehen, mogu razumjeti kratke informacije o životinjama. Also, meine lieben Kinder, das wäre alles für heute. To bi bilo sve za danas. Tschüss und bis zum nächsten Mal.